Das Leistungsverweigerungsrecht ist das Einzige, wodurch die Deutsche Bahn sich seit Jahrzehnten selbst definiert. Diese Flugbereitschaft, das ist ja wie Privatjet, weißt du. Da doch, das Abholung mit Regenschirm und Aussteigen fast im Terminal. Ich denke, es ist viel, viel billiger, wenn Leerflüge leer fliegen. Warum gibt es eigentlich keine Trainingszeiten für Politiker? Man sollte Politiker eigentlich völlig raushalten aus der Politik. Jetzt hat doch der Weselski beim Streik wirklich alles durchgepaukt für seine Bahn. Nicht? Arbeitszeit und Löhne und Urlaub und so. Nun sitzt er in seinem Gewerkschaftskabuff und denkt sich, ach, also, wofür könnten wir denn nun noch streiken? Damit wir nicht dauernd vorführen müssen, dass wir unfähig sind. Jetzt kommt noch die EM, den Ansturm kriegen wir gar nicht gebacken. Oh, da fahren wir überhaupt nicht. Ha, hallo. Doch, das sagt doch diese Bahngewerkschaft, EVG heißt sie. Wenn bei der Fußball-EM die Sicherheit des Zugpersonals nicht gewährleistet ist und hinter jedem Schaffner Polizist steht oder was, dann machen wir Gebrauch von unserem Leistungsverweigerungsrecht. Das Leistungsverweigerungsrecht ist das Einzige, wodurch die Deutsche Bahn sich seit Jahrzehnten selbst definiert. Nebenbei mal sind diese furchtbaren Angriffe auf Giffey und Ecke der wahre Grund, warum auch Ampelminister seit Monaten nicht mehr regieren, weil ihre Sicherheit nicht gewährleistet ist. Ich frage nur, sagt die EVG, 82% der Bahnmitarbeiter fühlen sich hin und wieder durch Fahrgäste belästigt. Nee, mindestens 82% der Fahrgäste fühlen sich durch die Deutsche Bahn permanent belästigt. Nur 18% der Fahrgäste haben angegeben, dass sie sich durch Übergriffe der Deutschen Bahn nicht belästigt fühlen in ihrem persönlichen Wohl, wie durch, was weiß ich, Unpünktlichkeit und Non-Service oder so. Die Bahnmitarbeiter, heißt es dann immer, fühlen sich alleingelassen. Nein, die Fahrgäste fühlen sich alleingelassen, wenn es bei verpasstem Anschluss wieder heißt, wir haben eine prima Alternative für Sie in 3 Tagen. Wenn es nach 3 Stunden Verspätung heißt, wir danken für Ihr Verständnis. Nee, nix. Wann streiken eigentlich endlich mal die Fahrgäste? Ja, obwohl, man muss ja sagen, muss man an sich selber denken, egal. Es gibt ja eine prima Alternative. Wenn die Bahn wirklich nicht fährt zur Fußball-EM, können wir immer noch von der Flugbereitschaft der Bundeswehr die Leerflüge nutzen. Hast du mitgekriegt? Von ca. 2500 Dienstflügen der Ampel waren es bisher mindestens 1300 Leerflüge. Da sagen Sarkastiker natürlich, ja, wo ist der Unterschied? Auch wenn Ampelminister an Bord sind, ist es auch nur Leergut. Mental natürlich gemeint, sonst wäre es ja eine Beleidigung. Und das, obwohl Baerbock ja ganz am Anfang gesagt hat, alle Minister sollten möglichst viel Linie fliegen. Ja, pff, die Ansicht hat es aber im Flug geändert, wenn sie heute sagt, nee, also ich denke, die Vollbesetzung von Dienstflügen der Ampel hat auch wahnsinnig viel Folgekosten nach sich. Durch also mehr Gewicht der Mitfliegenden und mehr Kerosinverbrauch, durch Übernachtungen für Mitfliegende, durch Catering und Heizung und Dienstvorbereitung und Meetingvorbereitung und Organisation vor Ort. Ich denke, es ist viel, viel billiger, wenn Leerflüge leer fliegen. Außerdem verstehe ich auch die Problematik nicht. Von allen Autoneuzulassungen sind die Hälfte SUV. Und die werden auch immer größer. Und trotzdem sitzen in den meisten Autos maximal wie weniger wie nicht mal eine Person. Statt vorgesehener 4, 5 oder 6 Personen. Wenn man das addiert, dann sind es bei allen Autofahren, wenn sie voll besetzt wären, 80% Leerfahrten. Deswegen sind unsere 50% Leerflüge ein Riesenvorbild für die Bevölkerung, nur 50% Leerfahrten zu machen und mindestens zu zweit im Auto unterwegs zu sein. So. Ja, Baerbock kann auch gar nicht Linie fliegen. Nee, die hat ja immer als Etat hat sie 137.000 Euro gibt sie aus im Jahr für Make-up und Frisur. Ja. Also, man muss ja denken, die, soll man sagen, diese Flugbereitschaft, das ist ja wie Privatjet, weißt du.
Na doch, das Abholung mit Regenschirm und Aussteigen fast im Terminal. Also, Linie ist Buszustellung, die Gangwehe hoch bei Wind und Wetter, die Haare zerfleddert. Also, pff, danke schön. Das sagen wir Deutschen dann auch. Also, was zahlen wir da 137.000 Euro, wenn die ihre Haare versaut mit Linie? Das sagt, heißt ja dann, die Lehrflüge wären auch Trainingsflüge. Ja, 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 klar, natürlich. Warum gibt es eigentlich keine Trainingszeiten für Politiker? Damit sie endlich mal lernen, dass Regieren heißt, auch auf Empfindlichkeiten zu verzichten. Ja. Das ist ja auch das Allergrößte jetzt hier. Die Schulze, Entwicklungsminister, klagt die doch, weil ein Journalist gefragt hat, ob wir in einem Irrenhaus leben bei dieser Politik. Strack-Zimmermann geht gerichtlich vor gegen eine, die gefragt hat, wann man diese Kriegstreiberin endlich einsperrt. Das ist freie Meinungsäußerung, sagt das Gericht. Aber die Ampel ist ja im Dauerverteidigungsmodus. Ich war also man fragt sich, ob der Scholz die Taurus-Marschflugkörper in Wahrheit nur behält, damit er sie mal einsetzen kann gegen uns. Das kennst du ja nur von Regimen wie katholische Kirche im Mittelalter oder Islamisten. Wer seine Meinung sagt, wird verknackt. Ich dachte, wir wollten hier kein Kalifat. Ach so, das ist ja eine ganz andere Religion, Entschuldigung. Ja, da geht es ja um Islamisten. Aber das ist ja das Problem. Ja? Bei dieser Absolutheit und Kritikunfähigkeit der momentan Regierenden hast du das Gefühl, dass vor allem die Grünen sich immer mehr verstehen als Religion. Und wenn Baerbock sagt, nee, also Religion hat ja auch immer ein bisschen was zu tun mit Glauben. Und man glaubt ja nur, was man nicht beweisen kann. Und deswegen müssen wir Grünen die Deutschen glauben machen, dass wir die Welt nur retten können, wenn wir Deutsche auf Atom, auf Kohle und auf Heizung verzichten. Das kann man nicht beweisen. Aber durch die Informationswut und Informationschancen im Internet ist das immer mehr durchschaubar. Und deswegen glauben uns die Leute immer weniger als Grüne. Aber dann kriegen sie auch keine andere Religion. Kalifat hin oder her. Ach so, Entschuldigung. Apropos Kalifat. Man hat ja, Kalifat, weißt du, das ist ja geistliche und weltliche Macht in einer Person. Man hat ja auch jetzt deswegen gerade wieder bei uns nachgedacht über eine endgültige Trennung von Kirche und Staat. Ja, aber vielleicht wäre eine Trennung von Politik und Staat viel sinnvoller, weißt du. Man sollte Politiker eigentlich völlig raushalten aus der Politik. Ja, guck doch, geh doch mal zurück. Kannst dich dauernd wiederholen. Heizungsgesetz, Atompolitik, Empfindlichkeiten bei Meinungen, wenn nicht, Denunziationsaufforderung, Kriminalisierung der Bürger. Also, wenn man sich diese aktuelle Politik anschaut, dann merkt man, das ist die eigentliche Religion, weil sie immer intoleranter, unbedingter und absolutistischer geworden ist. Hm? Natürlich.